keine Sorgen, so wie das Schiff seinen Ballast braucht, um gerade und gleichmäßig zu sein. Es war einmal ein Monster. Boah, das ist nicht so viel. Warum nicht zum Teufel? Wenn du einen Bauchtreffer kriegst und sich die Heringe in deinem Sinn ein. Nicht so schnell, Plötze. Ich hab dich im Blick. Weiter so, Plötze. Wer ist das? Komm jetzt. Also. Wer ist denn der komische Taus? Ich bitte bescheiden um Vergebung, aber meine Lage ist allzu misslich. Ich bin ein wandernder Jongleur aus dem besetzten Temerien und... Temerien? Sicher? Nicht Novigrad? Warum Novigrad? Ich komme aus Maribor und... Du bist für diese Arbeit nicht geeignet. Dein Gedächtnis ist zu schlecht. Wir haben uns schon getroffen, aber da warst du ein respektabler Kaufmann aus Novigrad, der unbedingt nach Hause wollte. Aber ich versichere dir... Na schön, du hast mich. Ich weiß, dass das schlecht aussieht, aber ich schwöre, dass ich es dir zurückzahle, Kumpel. Mit Zinsen. Nur bring mich bitte nicht zum Jahr. Dachtest du wirklich, du könntest mich zweimal reinlegen? Ich lass den Jarl entscheiden, was mit dir passiert. Zwing mich doch mit dir zu gehen. Los, versuch's. Mir bleibt keine Wahl. Steck das weg. Ich rate es dir. Wie schön das wird, dich sterben zu sehen. Hinab! Los!
auf den Inseln bleiben, deine Kraft aufbauen. Sie brauchen ziemlich lang. So verdient man sich Respekt ins Gellige, Geralt. Genau so. Ist das? Was bringt dich her? Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Leb wohl. Aber du bist kein Druide. Ich sehe, lauf, wir Blätze. Haben viele Dämpfe auf dem Festland. Bist du verletzt? Mein Papa war auch so blass bevor. Hey da! Und sieh dich um. Ich weiß nicht, was du hier gesucht hast, Wanderer. Mach den fertig! Hast du den Tod? Fick mich! Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück.
Oha, Plätze. Was ist passiert? Passiert ist verdammt, dass ich gestürzt bin und mir das scheiß Bein gebrochen habe. Hör auf zu heulen, Petter. Ich schäme mich, das zu hören. Reiß dich zusammen, Mann. Schlimmstenfalls schnitzt Henrik dir ein Holzbein. Der alte Olle hat auch eins und beschwert sich nicht. Der alte Olle hat auch Läuse, stinkt und ist an beiden Enden undicht. Darüber beschwert er sich auch nicht. Helft ihr mir jetzt oder nicht? Wie bist du gestürzt? Wir wollten da oben auf den Schultern der Statue ein Feuer entzünden. Zu Ehren von uns und unseren Vorfahren. Das ist euch offenbar gelungen. Ja, aber das Feuer schlug so schnell hoch, dass Petter einen Sprung nach hinten gemacht und das Gleichgewicht verloren hat. Er hatte trotzdem Glück. Bei der Höhe hätte er sich auch den Hals brechen können. Dieses Schöllkraut müsste dir helfen. Es macht das Bein nicht wieder ganz, aber der Schmerz lässt nach. Danke. Unsere unsterbliche Dankbarkeit. Ziemlich sterblich in meinem Fall. Also genieß sie, solange du kannst. Halt den Rand und zeig mir das Bein. Danke nochmal. Mögen die Götter dich leiten. Langsam, langsam. Weiter so!
Die Harpchen haben hier ihr Nest. Seh dich vor den Banditen im Hochland vor. Langsam. Wie steht's? Läuft das Geschäft? Wieso nicht? Immerhin mache ich die besten Waffen der Insel. Sieh nur, Eisenerz tief aus dem Inneren des Artfand, wo Riesen einst die Erde aufgerissen haben. Dann mein Schmiedefeuer, das seit 6 Generationen pausenlos brennt. Es wird vom Vater an den Sohn vererbt. Und jeden Abend kommt Hara, meine Jüngste, sticht sich in den Finger und lässt einen Blutstropfen in das Wasser fallen, indem ich die Klingen härte. Gibt es was Neues in Fyristal? Was Neues? Nein, wir sind hier nicht auf dem Festland. Hier ändert sich die Mode nicht mit jeder Schneeschmelze. Wir leben wie unsere Väter und Großväter. Wir fischen, jagen und plündern. Und so werden wir es bis zur Ragnarok halten und darüber hinaus. Lass mich mal sehen. Ich will unbedingt ein paar Partien Wind spielen. Das würde mir gut tun.
für die Kikimoren getötet? Dann stimmt das Gerede. Junge. Hast du nach dem letzten Raubzug einen Schwarzen laufen lassen? Er war ein blutjunger Wunsch. Jünger als man eh. Als ich das Schwert hoch, ist er in Tränen ausgebrochen. Ich konnte es einfach nicht. Irgendwie. Noch schlimmer. Ein Sirenenversteck. Ich muss es zerstören. Thank you.
Hat es dem Monster wehgetan, als du es getötet hast? Ich hoffe, dass es mir sehr gut. Halt!
Langsamer. Beweg dich. Mach langsam. Schlechte Idee. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Was du hast!
Der Mensch braucht seine Sorgen, so wie das Schiff seinen Ballast braucht, um gerade und gleichmäßig zu sein. Nana! Ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Worum geht's? Ich bringe dir dein Eigentum. Coolio? Freya sei Dank. Wo hast du es gefunden? Im Norden der Insel, beim Walfriedhof. Frag mich nicht, wie es dahin gekommen ist. Lange Geschichte. Jedenfalls brauchst du dich um die Diebe nicht zu sorgen. Die stehlen nie wieder was. Deine Belohnung. Die hast du dir wirklich verdient. Und noch etwas von mir. Wenn du Coolio nicht gefunden hättest, hätte ich die Schande mit meinem Blut abwaschen müssen. Auf ihn wegen Mordes? Aber das war... Ist das so, dass er das Wäschemädchen des Jahres gepimpert hat? Mach mich nicht wütend. Oh, oh.